Und mal wieder rollt der deutsche Stahl für euch hier in Form vom E75, gespielt von Memphis 86, Ghost Rider 401 und Silbernackus hier in seinem Zug. Sind wir doch sehr gespannt. E75, wie gesagt, für mich einer der besten Panzer im Spiel überhaupt. Da mache ich keinen Hehl draus. Und gerade das Thema immer mit den UP-Russen und den UP-Deutschen, ein IS-8 gegen ein E-75, da weiß ich ganz genau, welcher Panzer von beiden am Ende überleben wird, sofern natürlich der bessere Spieler oder der gleichwertige Spieler in dem Panzer sitzen. Mal schauen, wie er sich hier anstellt. Hat auf jeden Fall mit Matchmaking schönes Glück, 9er, 8er und 7er. Das nimmt man mit einem E-75 auch noch sehr gerne an. Aber schaut er nicht einfach nett aus mit seinem Rüsselchen, seinem Türmchen, seinem Wändchen und allem anderen. Fahrt jetzt hier den klassischen Heavy Spot. Das heißt, da wo sein Zugpartner im Conqueror schon ist, da will er auch hin. Und eben mit Heavys eine Stelle, die ja sehr gern gewählt wird. Übrigens auch meine Lieblingsstelle. Weil da geht immer viel rund, da passiert viel, da wird viel Schaden gemacht. Ja, und gerade mit ein bisschen Panzerung kann man sich da auch noch dementsprechend wehren. Arti kann nicht ganz so einfach reinwirken. Also, da ist für jeden was dabei. Hier ist jetzt halt auch viel los. Da hinten der M103 und jetzt der E75. Prallt hier leider ab. Da muss er sich jetzt ein bisschen zurückfallen lassen, um hier nicht den Tiger zu blocken. Da kommen die anderen beiden wieder vor, erst aber im Reload. So, AMX 5020, naja, so als Frontkämpfer gegen so viele Gegner. Der ging nicht durch. Schwierig. An ihm wird hier brav abgeprallt, er prallt allerdings leider auch ab. Aber selbst der Conqueror mit Premium-Munition schafft es hier nicht, ihn zu durchschlagen. Also man sieht auch nicht, Premium-Munition ist immer Pay-to-Win oder beziehungsweise nicht immer der Erkenntnis ersten Grades. Er steht hier sehr schön jetzt hinter dem Wrack. Dementsprechend kann er hier schwierig durchschlagen werden. Und ja, das werdet ihr in der Endauswertung sehen. Blockt bei Armor. Da hat er ein bisschen was am Ende der Runde. So, jetzt konnte er den ersten Hit auch setzen. Ich will an dieser Stelle sagen, auch mal ganz kurz vielleicht, das ist eine 12.000er Runde. 12.000er Runde heißt nicht 12.000 Damage, sondern addiert aus geblockt und gemacht. Also wirklich nice. Ja, und der steht hier fantastisch, der Conqueror mit Premium, der M103 mit Premium, alle verzweifeln hier an seiner Panzerung. Und nochmal, der E75 kommt auch nicht durch. So, jetzt den Conqueror oben auf... Ja, genau, schön. Oben auf dem Deckel drauf. Da macht er seinen ersten Kill. Und das ist halt sowas, das ich an World of Tanks so mag. Dieses Schlachten, dieses viel auf einem Spot, da geht dann was rund und es passiert was. Und ja, das ist sehr, sehr, sehr gut. Die eigenen Mates oder Gegner als Deckung nutzen. Das ist so was, wo ich sag, so soll World of Tanks sein. Jetzt hier auf die Kommandantenkuppel beim E-75. Sehr schöner Hit. Kommt er durch. Macht er fein. Ah, die hält jetzt hier auch immer mehr rein. AMX 1390 hinterfährt jetzt den Super Pershing. Wir bleiben aber hier auf dem E-75 drauf. Den trifft er durch. Da 1390 macht in der Zwischenzeit den Super Pershing weg. Sehr gut vom AMX mitgedacht, wie er dahinter fahren ist. So, jetzt. Wahnsinn. Er spielt den Panzer sensationell gut. Er winkelt ihn gut an. Er sidescrapt ordentlich. So, wie man es machen muss. Natürlich ist ein deutscher Panzer schwieriger. Aber wenn man ihn fahren kann, dann ist der einfach eine Wucht. So. Der ist weg. Jetzt noch der M103 da oben. Dann macht er Silbernackus. Und der T-54 hinterfährt jetzt.
dementsprechend jetzt auf den drauf. Sehr viel bei der Base, aber auch da gibt es gleich bestimmt ordentlich Action, weil so viele Gegner wieder sind. Da wird jetzt hier nicht großartig taktiert oder gewartet oder gecampt, weil man hat gar keine Möglichkeit dazu. Von der vorderen Stellung zur hinteren Stellung und wieder zurück und nochmal... Rain! Boah, der war knapp, dass er seinen Conqueror-Mate nicht trifft. Das war wirklich eng. Ich hatte das schon in den Teamshot gesehen. Oh, ja. Schade. Jetzt hat er fast zu viele Ziele gehabt. Und der Gegner denkt sich natürlich auch, da sind so wenige, auf die gehe ich. Der E50 teilt sich jetzt auf und holt sich jetzt die Artis. Haben sich gut abgesprochen. Wahnsinn einfach, was er wegblockt. T29 da hinten jetzt. Kommt auch gut drauf. Und er deckt jetzt hier auch das Heck von seinem Conqueror, weil nicht, dass der hinterfahren wird. Da können wir dann dementsprechend gleich drauf. E50 ist jetzt bei den Artis angekommen. T54 fährt hinter. Der will jetzt seine Artis wiederum unterstützen. So, Conqueror, Centurion weg. Google IS-3 kommt auch noch rum. T44, Leopard und T54 alle jetzt wieder Richtung eigener Base. Die haben sich jetzt hier schnell abgewendet vom Spot. Bisschen viel auf für einen E50, hätte ich jetzt an deren Stelle ein bisschen anders gemacht. Aber der Silbernackus hat wenigstens noch den Leo rausbekommen und eine Arti mitgerissen. So. Ja, wenn beide einschlagen, knapp 1000 Schaden, über 900. Und jetzt rammen vielleicht, nein, so wenig. Nochmal rammen, ne. Ja, warte, macht sicher. So, dann nimmt er ihn so mit. Jetzt nur noch der T29 im Cap. Und auch der ist zerstört. So, jetzt T54, T44 und die Arti. Da ist der T44 zumindest schon mal. Der hat sogar durchschlagen, lustigerweise. Der erste Panzer im Spiel, der es geschafft hat, ihn hier HP zu kosten. Na, kommt der T44 jetzt nochmal raus? Ja, jetzt hat er einen T54 zu seiner Seite, linken. So, dann nimmt er den mit. T44 durchschlägt ihn abermals mit Premium. Der wird sich ja auch, der wird sich ja fragen, ob hier noch alles, ob alles rechtens ist. Zwei Hits hintereinander, die beide durchschlagen. So, schön aus der Fahrt. Wichtig auch nicht zu lange stehen bleiben, weil zu lange stehen bleiben... Oh, Rami weg! Boah, das... Oh, das ist eng. Weil zu lange stehen bleiben würde nichts anderes bedeuten, als die Arti macht's weg. Aber nein. So, hier... Und jetzt noch der T54. Hat sich aber direkt auch wieder zurückgezogen. Sinnvoll von beiden wäre es jetzt wahrscheinlich, so Richtung Gegner-Cap zu fahren und da einfach Druck zu machen, wobei sie teilen sich auf. Weil der Conqueror scheinbar befürchtet, dass der T54 vielleicht auch den eigenen Cap attackieren könnte. Kann auch natürlich sein. Und zum einfach mal schnell umdrehen und wieder zurückfahren, da sind sie einfach dann doch zu langsam. Wobei der E75 für seine Masse, die er mitbringt, finde ich ein sehr, in Anführungszeichen, mobiler, schwerer Panzer ist. Er ist noch nicht gespottet. Arti hat er auch noch nicht offen. Der Krieger wäre hier auch noch für ihn drin, muss man dazu sagen. Entscheidender Beitrag schaffen sie leider nicht mehr. Dafür fehlt ein einziger Kill, den sie noch benötigt hätten.
Also Arti, wo ist er? Hat sich wohl mächtig umgestellt. Da ist der T-54. Da nicht wundern, ab und an, dass hier im Replay die Panzer so spät gefühlt aufgehen. Das ist kein Cheat oder Hack oder sonstiges. Es ist einfach eine Fehlfunktion im Replay. Nichts anderes als das. Und da ist die Arti jetzt unten. So, da ist er getroffen worden für ganze 592. Allerdings, seines Zeichens, konnte er auch hier den Killshot machen. T-54 hat sich abermals wieder verzupft. Der sechste Kill, dann wird es wenigstens seinen Krieger bedeuten. Er fängt auf jeden Fall mal zu cappen an, weil er weiß damit ganz genau, dass er den T-54 unter Druck setzt. Und da hinten ist er offen. Und er macht den Kill. Sehr schön. Sechster Kill zusammen. Im Zug haben sie 11 Kills gemacht. 6154 Schaden hat es am Ende für ihn bedeutet. Und 6210 Schaden hat er geblockt. Unglaublich einfach, was da abgeprallt ist an ihm. Für mich, wie gesagt, nach wie vor einer der besten Neuner, wenn nicht sogar deren beste Neuner im Spiel. Und ja, ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu kundtun. Ansonsten, wenn es gefallen hat, Daumen nach oben, Kommentar geben, Abo, Abonnieren, Twitter folgen und ihr wisst ja. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.